Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute verbasteln wir dieses süße Häschen. Das habe ich schon etwas länger, das habe ich auch schon etwas länger koloriert. Aber irgendwie, ja, kam mein Gedanke, was ich machen möchte und wie, das kam irgendwie alles nicht zusammen. Ja, weil das Häschen hat ja einen Pinsel in der Hand und ich wollte unbedingt was mit den Klecksen machen. Heute machen wir was mit den Klecksen und wir benutzen die Mini-Slimline aus dem Mini-Slimline-Kuvert-Set. Dann benutzen wir Du bist wundervoll aus diesem Kombitexte für Standschablonen-Set. Und wir benutzen Pinselschere und Co. Das habe ich auch schon etwas länger und das habe ich mir schon die ganze Zeit vorgenommen, das zu benutzen. Und jetzt benutzen wir das. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und ich hoffe, die Kartenidee gefällt euch. Es wird übrigens ein Traum in Gelb. Also wer Sonnengelb möchte, die Karte schreit ein bisschen nach Frühling. Ohne Blumen. Also wie gesagt, wer Gelb mag, ist für den, der mag die Karte. Man kann das natürlich auch in jeder anderen Farbe machen, aber dadurch, dass ich immer sehr oft in Grün und Türkis bastel, habe ich gedacht, okay, eine andere Farbe müssen wir auch mal nehmen, ne? Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen und ja. Ja, da geht's auch schon los. Ich hatte ja erwähnt, dass ich die eine Mini-Slimline mache. Man hätte natürlich auch eine normale DIN-Langkarte machen können, ne, eine große, aber ich benutze das Mini-Format gar nicht so viel, wie ich das DIN-Langformat benutze, also hatte ich mich dann doch für eine kleine entschieden. Dann hatte ich den Text schon mir zurecht gemacht und wir machen als allererstes meine Lieblingsbeschäftigung mit Distressoxiden. Wie ihr da gerade bestimmt schon seht, der Stencil ist richtig cool. Das ist ein A5 Stencil. Und zwar kann man auf der rechten Seite, da sind ja mehrere Kleckse zusammen, den kann man für die direkte C6 Karte nehmen. Also ne, da kann man Fläche machen. Und aber man kann das auch alles, die sind nicht ganz nah beieinander. Ich finde das cool. Man kann die auch so aufsetzen, wie ich es jetzt aufgesetzt habe, nämlich so, wie ich es brauchte, dass ich jeden Klecks quasi einzeln positioniere. Und damit trotzdem die Karte voll bekomme. Und den größten Klecks habe ich natürlich als Untergrund für den Häschen gemacht. Jetzt machen wir noch ein paar Spritzer drauf. Für ein bisschen mehr, ja, interessant. Ja, für ein bisschen Interessantes auf der Karte. Nein, das füllt auch noch die letzten weißen Flecken. Und ja, das sieht eigentlich immer ganz interessant aus mit solchen Punkten. Ich finde es gut. Ja, jetzt bekommt der Pinsel vom Häschen den gelben Anstrich. Und ich weiß, dass das seltsam klingt. Aber ich hatte das Häschen koloriert und das war schon echt lange fertig. Und ich habe gedacht, okay, den Pinsel, den lasse ich weiß, weil den wollte ich bis zum Schluss, ja, den wollte ich dann eigentlich am Schluss an die Farbe der Karte anpassen. So, da wir ja jetzt hier gelb haben, habe ich das natürlich auch mit gelb gemacht. Hier mache ich mir jetzt quasi gerade ja noch eine Mattung zum Aufleger. Ich kann, glaube ich, mache dann, ja, das ist eine Mattung zum Aufleger. Ja, das mache ich gerne. Ich mache einen Aufleger, dann matte ich das nochmal mit ja, der Farbe, die auch auf dem Aufleger ist. Und dann kommt ein weißer Kartenrolling, meistens. Ja, Ecken abrunden ist auch cool, da ja die Stanze alleine schon die Ecken selber eh abrundet. Habe ich das jetzt beim Aufleger und bei der Mattung auch gemacht. Gott, beim Kartenrolling und bei der Mattung auch gemacht. Und ja, das ist eigentlich ganz cool.
Pinsel, den ich aus dem Set ausgestanzt hatte. Den hatte ich natürlich farblich passend ausgestanzt. Wie gesagt, ich habe ziemlich lange überlegt, wie ich kann den Pinsel aus dem Pinselschere Großset, also die Pinselstanze und das Häschen mit dem Pinsel zusammenbringen. Das war alles ein bisschen sehr kompliziert. Vermutlich habe ich auch einfach zu kompliziert gedacht. Manchmal hat man ja so einen Knick im Hirn. Also ich habe das ja öfter. Und es hat echt lange gedauert, bis mir überhaupt eine Idee gekommen ist. Und ja, dann habe ich mir halt überlegt, dass der Hase auf dem Pinselchen sitzen könnte. Ja, und dann habe ich wieder eine Runde munter vor mich hin positioniert, was ja manchmal auch echt schwierig ist, das müssen wir ja zugeben, ne? Ich wusste einfach nur, ich möchte den Spruch auf jeden Fall embossen. Und ich hatte mir dann halt überlegt, dass das, wenn er so gerade bleibt, dass ich das mit der Schere gar nicht so gut, da wäre die Schere zu weit aus der Karte raus. Und die Schere sollte ja schon gut auf dem Aufleger liegen. Und deswegen habe ich das dann so ein bisschen gebogen. Das kann man ja mit Gummistempeln machen, die lassen sich ja biegen und so kann man das dann auch aufstempeln. Und so habe ich das embossed. Das liest sich etwas komisch. Also das habe ich jetzt erst wieder gesehen, als ich die fertige Karte vor mir liegen hatte, dass er ich durch dieses Biegen sehr weggezogen habe. Also das heißt noch wundervoll, aber man könnte auch denken, dass es Wundewoll heißen soll. Aber ja, das soll wundervoll heißen. Also, ne? Das war dann schon. Es ist jetzt schon ein bisschen grenzwertig, aber ich finde einfach, wenn man es so normal liest von Weitem, merkt man schon, dass das wundervoll heißen soll. Ja, dann habe ich das Du bist einfach auf gelbem Cardstock noch embossed. Auch in Schwarz, einfach nur weil ich finde, die Kombination Schwarz-Gelb-Weiß ist eigentlich total cool. Das ist so eine Bienenkombination. Es wäre jetzt auch Gold noch gegangen, aber ja, gut, das passt jetzt für mich nicht unbedingt. Und dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel zu machen, glaube ich. Ja, leider, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, konnte ich euch das oder habe ich euch das gar nicht gezeigt, wie ich die Schere zusammengebaut habe mit so einem Aktendulli, mit so einem, ja, mit so einem, ich weiß jetzt gerade, mit so einem Brett, so einem Mini-Brett habe ich das jetzt zusammengebaut. Und dann wollte ich das erhöhen. Also es ist ganz einfach gewesen mit der Schere, das hatte ich halt schon ein bisschen länger fertig, deswegen habe ich euch das leider auch nicht im Video gezeigt. Aber das ist ganz einfach. Einfach mal so die Scheren vorne das in Silber, hinten in Schwarz und dann zusammenbringen mit dem Brett. Also eigentlich war das gar keine große Kunst. Dann machen wir da Foam Tape drauf und ja, dann kleben wir einfach alles nur noch zusammen. Ich kürze den Pinselstiel noch etwas, damit der nicht ganz so weit über die Karte drüber raushängt. Und dann sind wir eigentlich fertig. Ich hoffe, euch gefällt diese Kartenidee. Ich mache euch alle Produkte wie immer in die Infobox zusammen mit meinem Link. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, bleibt gesund, bleibt kreativ. Schaut auch gerne zu meinen Mädels vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.